Willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch mein Hörspiel gefällt, dann macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tavernengeschichten. Das Labyrinth der Entscheidungen. Kapitel 1. Das Geheimnis der schwebenden Steine. Die Morgendämmerung hüllte Stonehell in schimmerndes Licht, als Beach und ihre bunt zusammengewürfelte Truppe aufbrachen, um die unergründlichen Tiefen des Verlieses zu erkunden. Der Sandstrand, an dem Beach einst gezeugt wurde, schien in weiter Ferne zu liegen, als sie sich dem imposanten Torhaus näherten. Die feinen Regentropfen der vergangenen Nacht hingen in der Luft, als eine geheimnisvolle Frau an einer Wasserstelle auftauchte. Die Erzählungen von ihrem verschollenen Bruder, der in den Fängen eines Berglöwen endete, hallten in Beachs Kopf wieder. Ihre eigene Vergangenheit, vom Sandstrand bis zum trostlosen Leben einer Wanderkämpferin, wurde in den dunklen Gängen von Stonehell noch präsenter. Verfilzte Zöpfe, schmutzige, erdige Kleidung und Narben im Gesicht zeugten von vergangenen Kämpfen und inneren Konflikten. Ihre Augen, tief und durchdringend, spiegelten die Suche nach dem Sinn des Lebens wider, selbst wenn sie lächelte, eine traurige Melodie in ihrem Blick. Die Gruppe, bestehend aus Shadow, Sandra, Fadi, Lorelei und Alessandro, hatte schon viele Gefahren überstanden. Aber Stonehell versprach noch mehr. Ein Hauch von Abenteuer lag in der Luft, als sie sich dem Torhaus näherten. Die geheimnisvolle Frau an der Wasserstelle, von der Beach in Orianas Tagebuch gelesen hatte, schien der Schlüssel zu weiteren Enthüllungen zu sein. Besonders fasziniert war Beach von der Geschichte der Harpyen, der singenden Hypnosevögel. In seiner Vorstellung tauchten die schwebenden Gestalten vor seinem inneren Auge auf, ihre Melodien wie betörende Zauberformeln. Tentakelmonster, gnomartige Werwölfe und schillernde Floating Stones vervollständigten das Bild einer Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Das Dry Dock Inn, ein Zufluchtsort in der unwirtlichen Umgebung von Stonehell, bot der Gruppe eine Nacht der Erholung. Und nun, im Schein der Morgensonne, machten sie sich bereit für neue Abenteuer. Die Erzählungen von Shadow und Sandra über Begegnungen mit Gargoyles, Zecken und einem Tentakelwurm mit Ameisenkopf hatten Beach neugierig gemacht. Ihre Augen leuchteten vor Begeisterung und sie konnte es kaum erwarten, selbst in die Tiefen von Stonehell vorzudringen. Die Gruppe setzte ihren Weg fort, angeführt von Beach, der Kämpferin mit der traurigen Aura. Die dunklen Gänge von Stonehell warteten darauf, ihre Geheimnisse zu enthüllen, und die schwebenden Steine schwebten wie stille Zeugen über diesem ungewissen Abenteuer. Kapitel 2: Das Rätsel der schwebenden Steine. Wie die verschlungenen Pfade des Schicksals lagen die engen Gänge von Stonehell vor Beach und seinen Gefährten. Gnolle heulten in der Ferne, Harpyen kreisten majestätisch in der Luft, und die Schatten der Vergangenheit schienen durch die Dunkelheit der Höhlen zu flüstern. Der Ruf der schwebenden Steine, von denen die Legenden erzählten, wurde immer lauter, je tiefer die Gruppe in die Wirren von Stonehell eindrang. Die schwebenden Steine, magische Gebilde von unerklärlicher Herkunft und Macht, die wie schwebende Juwelen in der Dunkelheit glänzten. Beach spürte, wie sich ihre Neugier mit einer aufregenden Mischung aus Angst und Faszination vermischte. Diese Steine schienen die Schlüssel zu den Geheimnissen des Verlieses zu sein. Und nun war es an der Gruppe, das Rätsel zu lösen. In den Gängen von Stonehell stießen sie auf Graffiti an den Wänden, die Geschichten von vergangenen Abenteurern erzählten. Gnolle und Harpyen, die Wächter dieser uralten Pfade, wurden zu immer präsenteren Gefahren. Doch Beachs Entschlossenheit wuchs mit jedem Schritt. Die Mischung aus Nervenkitzel und Gefahr entfachte in ihr eine glühende Flamme des Abenteuers, die selbst die tiefsten Schatten von Stonehell zu durchdringen schien. Ihre Reise führte sie zu einer unerwarteten Begegnung mit Tentakelmonstern, die in den dunklen Ecken der Höhlen lauerten. Ihre Ameisenköpfe und sich windenden Tentakel fügten dem Mysterium von Stonehell eine weitere Facette hinzu. Beachs Hände fest um den Griff seines Schwertes geschlossen, trat die Gruppe den Kreaturen entschlossen entgegen. Jede Begegnung, ob mit Gargoyles, Zecken oder den schillernden Floating Stones, fügte der sich entfaltenden Saga ein weiteres Kapitel hinzu. In einer Kammer, in der die Luft von alten Legenden geschwängert war, entdeckte die Gruppe Hinweise auf das uralte Geheimnis der Floating Stones.
Die Wände schienen Geschichten zu erzählen, die weit in die Vergangenheit zurückreichten. Eine Verbindung zwischen den Steinen und den Moorlingen von Stonehell zeichnete sich ab, und die Gruppe erkannte, dass ihre Mission weit über die Vertreibung von Kreaturen aus einem Verlies hinausging. Die Entscheidungen, die Beach und ihre Gefährten trafen, würden nicht nur ihr eigenes Schicksal beeinflussen, sondern auch das von Stonehell und darüber hinaus. Das Rätsel der schwebenden Steine wurde zu einem ethischen Dilemma, das die Gruppe vor die Frage stellte, ob sie Hüter des Geheimnisses sein sollten oder ob die Steine eine größere Bedrohung darstellten, die es zu nutzen galt. Die Gruppe tauchte weiter in die Geheimnisse von Stonehell ein, ihre Fackeln erhellten die dunklen Pfade, während die Floating Stones still über ihnen schwebten, bereit, ihre Geschichte in den nächsten Kapiteln zu erzählen. Kapitel 3: Die Entscheidung der schwebenden Steine. Das Labyrinth von Stonehell entfaltete sich vor Beach und ihren Gefährten wie ein endloses Netz von Wegen und Geheimnissen. Die Floating Stones, die wie leuchtende Wächter über den tiefen Gängen schwebten, schienen nicht nur magische Relikte zu sein, sondern auch Schlüssel zu einem unergründlichen Portal, das in eine andere Dimension führte. Mit jeder Enthüllung wurde klarer, dass das Schicksal der Moorlinge und das Geheimnis der Steine auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben waren. Beladen mit den Erkenntnissen der vorangegangenen Kapitel setzte die Gruppe ihren Weg durch Stonehell fort. Gnolle, Harpyen und das Tentakelmonster entpuppten sich mehr und mehr als die Wächter dieses magischen Portals. Das Echo ihrer Schritte mischte sich mit dem Gesang der Hypnosevögel und dem fernen Heulen der Gnolle, als sie tiefer in die unbekannten Abgründe des Verlieses vordrangen. In den Hallen von Stonehell entdeckten sie alte Relikte und uralte Schriften, die von einer vergessenen Zeit erzählten. Die schwebenden Steine schienen eine Verbindung zu einer uralten Zivilisation zu haben, und ihre Anwesenheit markierte nicht nur den Weg durch Stonehell, sondern auch den Übergang zwischen den Welten. Beach spürte, wie die Verantwortung auf ihren Schultern lastete, während sich das Geheimnis der Steine vor ihr entfaltete. Das Schicksal der Moorlinge schien nun eng mit den Stones verbunden zu sein. Gerüchte über einen Transportkäfer und einen mysteriösen Hausbau von Stonehell machten die Runde. Die Gruppe stand vor einer Entscheidung. Sollten sie die Moorlinge vertreiben, um das Geheimnis zu schützen, oder war es an der Zeit, die Stones als Schlüssel zu einer größeren Bedrohung zu nutzen? Die Entscheidungen, die Beach und ihre Freunde trafen, reichten weit über die engen Grenzen von Stonehell hinaus. Gnolle, Harpyen und das Tentakelmonster beobachteten jede ihrer Bewegungen. Eine geheime Allianz der Kreaturen schien sich zu bilden, und die Gruppe wurde zum Schiedsrichter in einem Konflikt, der das Gleichgewicht zwischen den Welten beeinflussen könnte. Die schwebenden Steine wurden zum Zentrum eines ethischen Dilemmas. Beach, mit dem Blick einer Kämpferin und der Seele einer Suchenden, musste eine Entscheidung treffen, die nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das von Stonehell und darüber hinaus beeinflussen würde. In einem dramatischen Finale, umgeben von schwebenden Steinen und den Schatten der Entscheidung, stellte sich die Gruppe einer letzten Prüfung. Die Wege des Schicksals verzweigten sich und Beach, umgeben von einer Aura der Entschlossenheit, trat vor, um das letzte Kapitel der Stonehell-Saga zu schreiben. Der Ausgang hing vom Gleichgewicht der Floating Stones ab. Und die Antwort auf die Frage, ob sie Hüter des Geheimnisses oder Wegbereiter einer größeren Bedrohung sein würden, lag in der Spannung der Luft verborgen.